das hat damit angefangen, dass ich vom Land in die Stadt gezogen bin. Das heißt, ich musste mich nach einem Fortbewegungsmittel umschauen und es bot sich einfach an, halt einem klassischen Single Speed halt als Fortbewegungsmittel sich zu entscheiden. Demnach habe ich mir erstmal als vom Händler ein Fahrrad besorgt, das fertig aufgebaut war. Man wünscht sich natürlich irgendwo seinen eigenen Touch bei den Rädern halt mit reingeben zu können. Man erkennt sich untereinander, man sieht das Rad, man kann sofort die Personen zuordnen und es macht dann auch letzten Endes der Aufbau sehr, sehr viel Spaß, seine eigene kreative Art da so ein bisschen auszukitzeln und eben halt wieder was komplett Neues zu schaffen. Insgesamt das Projekt Fahrradaufbau bei mir hat sich über einen Zeitraum von 1,5 Jahren gezogen, zum einen zeitlich und kostenbedingt. Zu dem Zeitpunkt wollte ich mir erstmal als Grundlage, um mir das ganze Rad erstmal zu visualisieren, einen Rahmen besorgen, auf dem ich mir dann halt nach und nach die Teile eben halt zusammengesucht habe und jetzt vor kurzem auch die letzten Teile vom Laufradsatz bis hin zum Sattel und zur Sattelstütze mir alles zusammen gesammelt habe. In puncto Kosten bin ich bei einem Gesamtpreis gerade mal von 600-700 Euro rausgekommen. Viel teurer kann es nicht gewesen sein, grob kalkuliert, weil ja doch der Rahmen einen sehr hohen Anteil an Kosten einnimmt in den ganzen Fahrrädern. Bremsen ganz klassisch verboten in der Szene zu fahren, also großes Ausscheidungskriterium, wenn man zu der doch noch kleinen Szene Single Speed oder Fixgear-Fahrern dazu zählen will. Und ja, demnach auch wichtig, die Lebensversicherung eines jeden Fahrers, die Pedalen mit den entweder auf der einen Seite angebrachten Straps oder diese klassischen Körbchen, die etwas filigraner aussehen, doch von der Kraftübertragung bisschen schlechter sind. Mich hat es erstmal schockiert. Ich kannte es vorher noch nicht ohne Bremsen. Boah, ne? Erstmal schauen. Okay, man probiert sich natürlich ranzutasten. Doch relativ schnell tut man dann auch merken, man kann darauf verzichten, halt mit Bremsen zu fahren. Einfach aus dem Grund, man ist mit der Narbe und über die Kette und dem Kettenblatt fest verbunden mit dem Rad. Man bildet eine Einheit. Und man kann auch ohne Bremsen halt über die Beinmuskulatur dann eben halt relativ viel von der Geschwindigkeit reduzieren. Bis hin, wenn es, sage ich mal, in scharfe Manöver geht, doch das ganze Rad dann letzten Endes blockieren tut. Man hat an jeder Ecke und Kante die Gefahr, irgendwo kann jetzt das Auto rauskommen oder das kleine Kind und man bremst lange nicht so schnell wie mit Fahrrädern, wo eben bis hin zur Hydraulikbremse alles montiert ist. Große Vorliebe von mir, eben halt einfach auch den Rückstoß immer halt zu spüren vom Fahrrad. Also man merkt richtig explosiv die Energie, die man reingibt, kommt zum gewissen Teil auch wieder nach. Also man kann sehr effizient fahren. Allerdings spätestens dann am Berg hat jeder Single-Speed-Fahrer natürlich auch zu kämpfen, gewisse Steigungen zu meistern. Ich habe viele Fahrräder gefahren, vom klassischen Mountainbike über das Stadtrad. Doch man verspürt einen gewissen Drang, irgendwie zu dem klassischen Fahren einfach zurückzukommen. Das heißt, man verzichtet auf den ganzen Schnickknack von Mountainbike-Federung und vom Fully, was es da nicht alles gibt, tolle Sachen. Aber letzten Endes kehrt man doch irgendwo zu den Wurzeln vom Fahrradfahren wieder zurück.